Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust Bonus. Ja Leute, ich habe noch mal ein bisschen was gecraftet, ich wollte noch ein bisschen was verteilen gehen. Das reißt jetzt auch nicht raus. Ich brauche Brennstoffen und ich brauche Erze ohne Ende. Ich habe kein... Ich zeige es euch mal eben. Ich habe alles vercraftet, alles verballert. Ihr seht, ich habe nur noch 2.716 Stunden. Ja. Also Metallsplitter ist nichts mehr am Start. Ich habe hier ein bisschen Muni nochmal nachgecraftet. Das ist jetzt aber auch nicht mehr so viel. Ansonsten... Waffen, ja. Ein bisschen was noch, ne? Hier Spritzen. Habe ich alle mit jetzt den Rest. Ihr seht, es ist echt... So semi, ja. Hier haben wir natürlich drei gute Ausrüstungen. Oder relativ gut. Ansonsten hier kann ich euch auch nochmal zeigen. Da haben wir nichts mehr hier. Nochmal ein bisschen Waffenzeug. Und... Geschütze haben alle eine Reihe. Also sechs Stacks. Und ansonsten, ich brauche jetzt, wie gesagt, ein paar Tiere für ein bisschen Brennstoffen. Jede Menge Erz. Und dann geht auch schon wieder Holz los. Aber wir können erstmal einen großen Ofen anballern. Leute, dann nehme ich mal mit. Ihr seht, hier fehlen noch Garagentore. Ansonsten, Rest zeige ich euch gleich. Das eben hier reinballern. So. Holz können wir hier lassen. Ja, wie gesagt, hier fehlen noch zwei Garagentore. Hier ist schon mal eine Dachluke, dass wir hoch können. Ich habe hier nochmal eine Steinwand rausgesprengt mit 2C4 und den Durchgang gebaut. Aber das Garagentor ist nur, weil hier so ein Schlitz ist. Ich konnte es nicht anders bauen, weil ich muss ja hier an die Base dran, ne? Sonst die Kate ist ja. Hier eine Kiste mit ein bisschen, ja, nichts Wildes. Einfach mal eine Waffe. Und hier ist der Durchgang. Hier wollte ich jetzt mal eben durchgucken, weil da müssen wir nicht unbedingt Suits liegen haben, das ist Schwachsinn. Muni, ein bisschen Stoffen, Spritzen. Wollte man hier aufstocken auf 10 Bandagen. Und so. Hier habe ich auch noch ein Geschütz hingestellt, hatte ich ja gesagt. Einen Schlafsack habe ich hier hingelegt. Ist jetzt nicht mehr so wichtig, da ich ja... das umgebaut habe, dass wir halt einen Durchgang haben. Aber nichtsdestotrotz lasse ich den mal liegen hier. Nochmal als Spawnpunkt. Wie gesagt, ich muss nochmal ein Bett craften, dann kann ich da auch nochmal ein Bett hinstellen. Ja, hier sind wir schon in unserer Butze, da muss nichts rein. Und dann komme ich hier auch schon gar nicht weiter. Wie gesagt, das Garagentor, weil sonst könnte man von hier das Geschütz wegmachen. Ja, ob sie jetzt durch zwei Garagentore sich sprengen oder durch eine Steinwand, kommt auch selber raus. Ich habe hier oben Dingens draufgestellt, damit sie sich da einfach nicht rüberbacken können. Hier stelle ich überall eine drauf. So, ja, muss nicht unbedingt. Warum so? Ja, damit man, wir hatten ja das mit Dinge mit der Türme, dass man die Türme nicht so einsehen kann. Ich wollte mal eben gucken. Ja, hier haben wir auch ein Stack. Und ja, ich wollte jetzt hier noch Türme stellen. Dass ich halt auch einfach in die andere Richtung gucken kann. Man kann natürlich durch die Türme über die Steinwand, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Klar kriegt man da ein bisschen Damage und so. Aber, ja. Spart man sich im Endeffekt die Leiter. Kann ich den hier beim Felsen hinstellen, so gegenüber. Haben wir nämlich da nochmal Platz für den Ofen. Obwohl, hier ist scheiße, dass das Geschütz, dass wir ruhig freie Schussbahn haben. Ich wollte halt gerne einen hier drin auch haben. Dass ich halt von hier auch auf meinem... So, ihr seht's ja. Das einsehen kann. Vorne will ich nochmal einen hinstellen. Man kann halt hier rauf. Hier, so. Ja, hätte jetzt da oben stehen bleiben können, dann hätte ich mich hier runter so auf... Kriege ich Schaden am Stacheldraht? Klar, hole ich mit zwei, drei Spritzen rein, bin ich drüber.
Aber gut, das kann man genauso mit einer Leiter machen. Von daher sehe ich das jetzt nicht so eng. Dass das irgendwie jetzt hier weltbewegend ist. Ich warte hier nochmal ein. Diese bringt eh nur was bei Online-Raids. Ne? Wenn ich jetzt hier an der Rain kommt, ihr seht, ich kann hier ein bisschen was einsehen. Ja, auch hier jetzt, ne? Kannst du natürlich von hier auf die Base. Aber wie gesagt, spart dem Raider halt eine Leiter, das war es aber auch. Haben wir uns jetzt keine Nachteile. Hier habe ich noch eine Kiste mit einer Ausrüstung drin. Auch nichts Wildes. Packen wir eben die beiden Suits weg. So, die Leiter nehmen wir mit. Das Geschütz sollte eigentlich auch. Ah, perfekt. Gut. Achso, ja, hier habe ich auch noch Schlafsack hingelegt. Und hier ist auch ein bisschen was drin. Das können wir eigentlich auch mal aufstocken. Da haben wir aber schon Dingens drin. Essen habe ich jetzt da hinten vergessen reinzupacken, ne? Und ich überlege, ich kann mir eigentlich hier auch noch einen Turm hinstellen. Gut, die haben nur einen. Machen wir hier auch noch mal ein bisschen Überblick. Chaos. Chaos Base ist das hier heute. Was ist da hier? Messer hatte ich doch noch überall. Ich wollte noch ein paar Messer reinpacken. So, und dann habe ich ja natürlich noch die beiden, die ich nur von außen erreiche. Schlafsack ein bisschen schön versteckt. Man ja auch nicht so einfach findet. Und hier hatten wir das drin. Okay, aber noch keine Heilung. Messer noch. Das passt auch. Und jetzt gucken wir uns noch den letzten an. Da habe ich glaube ich noch gar keinen Schlafsack. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen Stoffen. Sonst muss ich da später nochmal hin. Aber jetzt habe ich so ein bisschen Waffen verteilt. Ja, ihr seht, ich habe nochmal einen Durchgang gebaut. Denke, das macht mehr Sinn. War ein bisschen schade um die 2C4, aber hey. Was soll das? Genau, hier haben wir noch keinen Schlafsack. Und natürlich auch kein Stoff mehr. Das war so klar, ey. Ich lasse eben auf. Ist ja eh. Ich hole eben Stoff. Damit das hier fertig ist. Kann ich auch hier vorne aus dem nehmen. Da müssen keine 250 Stoff pro Schrank liegen. Reicht auch, wenn da 100 liegen. Einfach ein paar Bandagen zur Not machen kann. So, dann liegen da sogar nur 90. Weil. Obwohl, ich gucke erst welchen. Obwohl, ich kann ja auch den braunen auf jeden Fall machen. Alles gut. Jetzt habe ich den Suit noch, den können wir natürlich nochmal hier lassen. Auf wir haben Slotty. Sonst. Nee, nichts groß, ne? Ja, hier habe ich auch noch mal ein bisschen was gecraftet. Einfach, dass wir hier auch noch mal Waffen direkt liegen haben. Blem.
So direkt was schnell zünden können. Ich werde auch den Schlafsack. Wisst ihr was, das machen wir eh, wenn wir jetzt eh hier rumeiern. Dann seht ihr wenigstens, wie es einmal fertig ist. Aber die ist eh zu viel, das kann ich hier noch irgendwo reinpacken. Ja, ist doch gut. Das Bett muss ich noch mal ein bisschen verstellen, das ist ein bisschen nervig da rein, raus. Ja, das können wir eigentlich auch wegnehmen, das ist über, das kann uns höchstens zum Verhängnis werden später. Das können wir, wenn vorne irgendwo hinballern, da macht das Sinn. Mit den Schlafsack hier hinlegen. Einfach, dass ich vorne spawnen kann, komme ich schneller hier in den Schrank, kann schneller raus. Und wie gesagt, die wahrscheinlich, wenn sie mich raiden, wahrscheinlich eh nicht durch die Türen. Also ist die Chance relativ hoch, dass das hier ziemlich lange stehen bleibt. Und ich kann da spawnen. Hätte ich dann jetzt hier das Geschütz, der Bauschrank ist weg, würde mich halt mein eigenes Geschütz fraggen. Von daher mache ich das da weg. Hier können wir zumachen. Wie gesagt, da könnte ich besser das hier irgendwie hinstellen. Das können die Leute noch ein bisschen auf den Sack gehen, wenn sie hier durchgehen würden. Dann ist aber auch die Frage, welcher Bauschrank zählt. Ich glaube eher. Also dann kann ich es stellen. Ach komm, ich stelle es einfach mal. Später immer noch mal umstellen. Eigentlich brauche ich eh den Brennstoff für was anderes. Ja, das ist jetzt meine Base, mein Base-Komplex. Wie gesagt, ich müsste nochmal... Der zweite Stock hat halt noch so ein bisschen... Also wenn ich warum ich mit dem Ding hier rumrenne. Versteck kann ich nicht legen. Bohrschrank. Shotgun, weiß ich hier nicht dazu, ne? Die wollte ich eigentlich da hinten oben drauf stellen, aber. Ja. Jetzt geht es nur noch darum, Panorama zu machen. Ein bisschen noch was einschmelzen, dass ich genug habe, um die Zeit zu überbrücken. Wenn ich im Urlaub bin, wie gesagt, ich gehe eh davon aus, dass wir geradet werden, aber dann ist es halt so. Auf jeden Fall haben wir es hier noch ein bisschen komplizierter gemacht, als wenn sie einfach hier an unsere Base rangehen könnten. So müssen sie halt noch mal ein bisschen Gas geben. Ich packe jetzt noch mal eben diese Knochenrüstung hier hinten rein. Einfach hier hinpacken. Mal weg. Gut. Ja. Wie gesagt, Leute, was jetzt hier folgen wird, kann ich euch noch nicht sagen.
Lasst euch überraschen, kommt drauf an, ob ich heute noch mal ein bisschen Zeit habe. Oder ob wir halt gewählt werden oder nicht gewählt werden, wenn ich im Urlaub bin. Wenn nicht, werden wir noch mal ein bisschen Gas geben, weil wir haben genug Zeug liegen. Aber ich muss jetzt da gucken, dass ich den Bauschrank soweit voll kriege. Das halt reicht von der Zeit. Also, in diesem Sinne, Leute, ich mache hier einen Cut und melde mich dann nochmal wieder. Wenn es soweit ist. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Ja, servus, Leute, da bin ich nochmal. Ich habe ein bisschen Farmer-Namen gemacht und ja. Wollte jetzt mal eben hier unseren zweiten Stock noch draufzimmern und sowas. Damit es sich auch lohnt, wenn die Leute uns raiden. Hatte erst überlegt hier, aber ich werde das, denke ich, zumachen. Weil wir haben genug Stein. Hier, ich mach das mit halben. Johnny ist einfach dicht. Wo die Dachluke ist, muss ich mal gucken. Ja, weil Geschütze habe ich eh nicht über, dass ich da oben jetzt auch Geschütze hinstellen könnte. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt hier groß noch ein Heckmeck zu machen. Sonst hatte ich jetzt überlegt, ich stelle hier einfach mittig ein Geschütz drauf, was dann so ringsherum. Alter! Ist mir auch zu dumm. Deswegen mache ich das hier einfach komplett dicht. Ich sage nochmal eine halbe Wand. Auch wenn es genauso viel kostet wie ein ganzer Stock. Ist halt einfach so. Und dann mache ich noch einen dritten Stock Fenster. Etage drauf und gut ist. Hier muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. Das können wir auf jeden Fall mal aufwerten. Das werde ich aus Stein machen. Das reicht, wenn es aus Stein ist. Ja, ihr seht, ich mache es jetzt auch nicht komplett zu. Weil das treibt nur die Kosten in die Höhe. Wie gesagt, ich gehe eh davon aus, dass ich geradet werde. Also. Wenn 3 Tage kein Raid-Schutz drauf ist. Ist dann halt einfach mal so. Ja, wie gesagt, oder ich mache das hier. Das mal nochmal weg. Könnte man hier sogar eine Shotgun Trap oder sowas hinmachen. So wie hier. Ja. Wie gesagt, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also ich wollte jetzt nicht noch ein Dingens. Ich denke, ich werde dann hier einfach eine Leiter machen. Oh, ich mag die nicht. Ich mache hier so eine. Das ist schick. Das ist schön. Könnten wir hier vielleicht nochmal mit einer halben arbeiten. So, wie gesagt, das ist unser Aufgang. Da müssten wir das so machen. Ja, dann kann ich das einfach weglassen und mache hier einfach.
Dann wäre es aber doch schlauer. Eigentlich muss ich ja gar nichts sehen. Ich kann ja hier rausspringen. Also. Ja, das ist schicki. Alter, so. Ja, alles gut, ey. Warum sind die alle verkehrt rum? Saki Raki. Mal eben gucken. Ich könnte natürlich generell so ein paar Buchten machen, aber nehmen wir jetzt noch mal so auf. Auf Online-Raid absieht, aber. Hier hätten wir auf jeden Fall eine. Hier mal die andere, ne? Perfekt. Oder nehme ich noch mal einen weiter hier den. Ja, ist besser. Und ich da einen Blick und da. Da, hier kann ich sogar auf den Turm rüberspringen. So geil. Perfekt, ey. Könnt natürlich hier auch generell überall noch so ein paar Türen machen, anstatt nur Fenster. Aber hier haben wir jetzt eh schon die Tür, hier kann also ein Fenster bleiben. Aber hier zum Beispiel irgendwo, da haben wir Türen, eine Seite, zwei Seiten. Ja, mache ich hier nochmal irgendwo so ein Ding hin. So gar nicht schlecht, wie es aussieht. Ja. Würde weh am besten so wenig es geht Garagentore machen, aber. So um das freie Bewegen geht. Und gerade hier, da ist eigentlich scheiße mich dann. Hier kann ich nur dran sitzen. Hier könnte ich eine setzen. So. Hier sind die Türen, da muss ich mich eh bewegen können. Hier sind Fensterchen. So. Ja, ich werde das sowieso jetzt erstmal holen lassen hier. Also hier kommen jetzt keine Garagentore rein. Ich will keine Zahnräder. Bitte hier auch Sinn machen. Alter, was ist denn los mit dem Spiel, dass es immer dann leckt? Obwohl, eigentlich ist es auch scheiße, wenn dann müsste man die mal aufwerten, die Wände. Da haben sie halt eine weiche Seite, sonst picken ist mir auch wurscht.
So. Schlecht hier. Los. Ich glaube, ich sogar noch bin ich noch eine Amore Doppeltür liegen. Könnte man da oben hin machen. Ja, wie gesagt, man könnte das hier oben noch richtig safen machen, aber darum geht es mir gerade nicht, ne? Normalerweise sollte ich das oberste Dach hier schon eigentlich aus Metall machen. Oh, 6 Blechtüren auf jeden Fall. Ihr seht, ein bisschen brennt noch. Also ich werde mich näher nochmal einloggen. Und werde dann nochmal ein bisschen was rausnehmen. Ich guck mal eben, was unsere Kosten sagen. Stonis. Wenn ich das Dach aufwerte, kommen wir auf 8 wahrscheinlich. Gucken wir eben. Da ist er. Was treibt das natürlich in die Höhe hier, aber hey, was soll's. 39. Kostet wahrscheinlich gleich 50 oder was? Können wir mal gucken. Los dran und gut ist. Fehlt sich okay, alles gut. So. Irgendwo hatte ich da jetzt noch ein Geschütz hingepackt, weil eins muss natürlich noch auf dem Dach. Da muss ich noch mal ein Scrap verlieren gleich für irgendein Gedöns. Metal Mask zum Beispiel. Das Ding könnten wir auch lernen. Weiß nicht, ob man die Handschuhe lernen kann, die könnten wir auch lernen. Boah, da ist es doch, ey. Mein Gott. So, Muni hole ich gleich, kriege ich jetzt eh nicht mit. Ja, auch hier könnte man schön Geschütz reinstellen, ne?
Aber wie gesagt, wir können halt einfach nicht so viele Geschütze stellen. Ja, komm, scheiß drauf, wird's auch werden. Dann über Fenster geht er und den scheiß Reimer wird explodieren hier von den Scheißkosten, aber. Das war jetzt nur der Optik halber. Gut. Kommt natürlich noch unsere halbe Wand dran hier. Aber das mache ich ein bisschen anders. Werdet auch gleich verstehen, warum. Na gut, hier könnte ich eigentlich lassen. Nicht zu nett, sonst zumachen. Scheiße. Holby Wendy. So. Ja, das ist echt scheiße. Will ich gerade, wie ich das mache, ey. Naja, nehmen wir mal so hin. So, warum der Aufriss? Einfach damit ich nicht so viele tote Ecken habe, wenn ich jetzt hier ein Geschütz hinstelle. Und das Geschütz stelle ich natürlich hin, damit hier einfach nicht einfach jemand landen kann. Und da kriege ich die drei Ecke mit. Die Ecke wäre ein bisschen tot. Aber wenn ich es hier so hinmache. Also hier. Schwenk's darüber, schwenk's darüber. Ich meine, ich kann auch. Ja, doch, wenn ich hier gerade. Passt schon, ist hier so. Die Linie. Ja. Geht ja darum, wenn hier einer mit einem Gyrokopter kommt, kann er hier halt nicht landen, ohne dass er beschossen wird. Ja, yeah, I like it. Wie gesagt, gleich noch Muni rein. Hier haben wir so eine schöne tote Ecke. Einfach weil ich sie in der Kiste liegen hatte, Leute. Knall ich sie hin. Könnt ihr jetzt nochmal ein Dingens drauf machen? Viereck vielleicht. Dass sie nicht durch eine Dachluke gleich drin sind, aber was soll's. So einen Scheiß können wir machen, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin und die Base echt noch stehen sollte, wieder erwarten. Genau wie hier dann die ganzen Garagentore reinsetzen. Ich werde jetzt auf jeden Fall 6 kleine Türen machen. Und die Fenstergitter. Wie viele brauche ich denn? Oh, sieht doch cool aus, ey. 1, 2, 3. 4, 5.
6, 7, 8, 9. Ernsthaft. 10, 11, 12, 13, 14. Wenn ich da vorne angefangen habe zu zählen. Ich mache jetzt auch erstmal nur Gitter rein. Wie gesagt, ich bin eh nicht da. Es geht nur darum, dass die Leute nicht einfach für lau direkt reinkommen. Aber die kosten nichts, komm. Da haben wir ein paar oben liegen. Wie gesagt, die müsste ich dann nochmal. Wo können wir eigentlich auch machen, ey? Komm, mach mal hier. Irgendwie 8 davon und 6 davon. So. Oder warte mal. Mach mal 4. Ich weiß nicht, ob das stackt. Stacken die Fenster den? Naja, die haben, obwohl. Die haben auch eine Haltbarkeit und stacken. Komisch. Egal. Kann oben weiter craften. Ja, hier müsste ich natürlich dann irgendwie nochmal absichern, ja. Zack. Hey, wir hatten richtig gezählt. Ja, an jeder Seite auf jeden Fall. Hier haben wir zum Beispiel so eine Dreier-Kombo. Also hier können wir ein, so eins hinmachen. Genauso wie hier. Ja, hier sehe ich aber auf dem Innenhof. Hier sehe ich nicht wirklich auf dem Innenhof. Mag die einfach nicht. Ich mach's anders. So, wie gesagt, hier kann eine schöne Vertikale, aber die sehe ich auf dem Innenhof runter. Also wie da. Aber hier könnte ich zum Beispiel auch sowas der Optik halber machen. Also wie hier. Da sehe ich gut runter, hier sehe ich gar nichts. Da sehe ich ein bisschen runter. Könnten wir hier so eine hinmachen. Da ich da schon runter sehe und hier eh nichts sehe. Gibt dir halt ein bisschen Deckung halt, ne? Das ist so der Gedanke. Da kann ich runter gucken, hier nicht. Kannst halt aufmachen, wenn ich's. Da können wir auch runter gucken, das ist gut. Können wir auch runter gucken. Hier ist so. Ja, auch ein bisschen eigentlich. Gibt ja ein bisschen Schuss vor Schüsse. Ne? Gerade hier macht es halt Sinn, dass du dann nicht hier von hier dann noch beschossen wirst, wenn du hier gerade zugange bist. Ist jetzt auf dem Solo-Server nicht ganz so wichtig, weil du meistens dann, oder du solltest nur gegen einen kämpfen. Aber wir haben es ja letztes Mal gesehen, du hast ja auch immer diese Sniper-Idioten, die dir dann noch irgendwie auf den Sack gehen. Von daher, ey, hat das jetzt echt gepasst, oder was? Ja, mega. Ja, cool. Cool, 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 cool. I like it very much. So. Brauchen wir noch Türen. Und dann haben wir es. Ja, hier könnte man natürlich später dann noch, klar. Na gut, da können wir ja schon mal reinzimmern. Macht natürlich Sinn, das nochmal abzusichern. Mit einem Garagentürchen dann. Oder eine Doppeltür oder so. Und genauso hier, wo es dann runter geht.
Aber hier geht es jetzt auch nicht irgendwo runter, wo es irgendwo hingeht. Es geht ja eher vom Kern weg. Und natürlich könnte man den ganzen Kern hier noch absichern mit Garagentoren und so weiter. Aber wisst ihr ja, das ist ja alles, ne? Ich kann ein bisschen was hier lassen. Machen wir hier so. Zack. So, schon ein bisschen fertig wieder. Oh, die kann ich doch so unterwegs craften, ne? Es ist soweit. Hier, die sind doch ganz geil. Man, können wir die auch mal antesten. 6. 6. Können wir noch Muni holen. Ja, das dauert. Und dann haben wir sogar noch Stonis über. Ein bisschen Rest auch noch von draußen reinholen gleich. Steintechnisch. Wenn wir uns die Kosten eben angucken, wie sieht's aus hier. Was ist denn noch aus Holz? Ach, das geht ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage. Muni wollte ich mitnehmen. Ja, ich muss gleich halt Muni craften. Nochmal den Rest. Aber ich nehme das hier erstmal raus. Bim, 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 bim. So, damit die Jungs aber zu tun haben beim Leerziehen. Die sind auch ready. Oh, oh, doch, er hat doch noch überlegt, den Skin reinzunehmen. Ja, natürlich nach außen aufgehen, weil nach innen wäre dumm. Ja, dann habe ich doch nochmal eine schöne Butze hingeballert. Für das sie mir dann eventuell weggewählt wird. Aber hey, setze Bast, Leute. Und ich hatte Bock nochmal ein bisschen zu bauen, euch noch ein bisschen was zu zeigen. Manche fragen ja immer nach Baufolgen und von daher ist doch alles schicki. Ich sage noch, nach außen hin aufmachen. Ja. Ich meine, okay, das wird sogar noch gehen hier nach innen. Aber ist natürlich dumm. So, perfekt. Hier kann ich auf meinen Eingang schießen. Hier kann ich hinschießen. Hier kann ich auf da schießen. Das reicht. Man muss das gar nicht übertreiben. Klar, man kann hier noch viel mehr machen. Von wegen Online-Raid-Schutz und sowas. Aber allein so eine Gear kann ich auf die Seite, ne? Allein so eine Kleinigkeit hier. Mit so Dreiecken und Türen dran, ne? Seht ihr. Ne? Klar, hier oben muss dann eine Ausrüstung rein. Das müssten auch hier Garagentore rein, damit das ein bisschen safer ist, der Stock. Kann man dann auch alles noch machen. Wie gesagt, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Wir sollten nicht gewaitet sein. Hier müssten die auch noch Garagentore rein. Können wir den ganzen Pipapo noch machen. Und schauen wir einfach mal. Jetzt habe ich aber immer noch nicht gerafft, wo hier was aus Holz ist, bevor wir in den Bohrschrank gucken. Irgendwas übersehe ich doch mal. Die Holzläden jetzt. Wollen wir sagen, die kosten jetzt Holz oder was? Naja, komm. Egal, ich hole ein Stack Holz rein und fertig aus. Fertig aus Mickey Maus. 6 Tage. Boah, das ist nicht viel, ey.
Aber gut, anders geht sich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wegen Stein halt, oder? Oh, wir können es so machen. Ich meine, es reicht ja, wenn ich nach dem Urlaub da bin, mich einmal kurz einzuloggen, um was im Bauschrank zu legen. Wenn wir genug Vorrat haben, ist das kein Problem. Echt? Okay. Ja, das ist, was wir rausholen können. Sehe ich aber nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, doch. Ja. Ja. Gut, 6 Tage, 5 Stunden. Sollte passen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Perfekt. Perfekt. Das Schöne ist, Staroni haben wir auch noch. Oder? Aber ist super. Erstens habe ich was liegen. Zweitens. Ja, ich würde jetzt sagen, wir könnten nochmal einen Heli-Tower bauen. Aber wie gesagt, das hängt halt davon ab, ob wir gewählt werden. Wenn wir nicht gewählt werden, können wir halt nochmal einen Heli-Tower bauen. Wir haben so viel Stein. Dann können wir nochmal uns am Heli versuchen. Mit diesem Vibe. Sollten wir natürlich gewählt sein. Ich meine, solange das Ding nicht zerfällt, bis ich wieder da bin, ist das auch in Ordnung. Dann würde ich es auf jeden Fall weiter nutzen hier. Wenn es natürlich schon zerfallen ist, ja. Oder nicht noch mehr Stein? Ist natürlich dann Arschkarte. Ja. Ich kann auch nochmal eine Runde ernten und nochmal eine Runde neu anpflanzen. Aber ich sehe gerade, das kann man sogar zweimal ernten hier, was ausschaut. Weiß zwar nicht wohin damit, aber ich kann es in die Bohrschränke packen, wenn da noch Platz ist. 38 ist alles? Kann eigentlich nicht sein, ey. Ach, die anderen wachsen bestimmt nicht, weil sie keinen Platz hatten. Oder sag ich, habe doch 70 Stück hier reingenagelt. Können wir auf jeden Fall hier reinlegen. So. Ja, ich würde jetzt ganz gerne hier auf jeden Fall nochmal 2 Garagentore machen. Bedeutet, ich brauche 4 Zahnräder. Bedeutet, wir müssen nochmal einen Kraftwerk-Run machen eben. Das können wir ja auch mal. Und hoffen, dass wir da die Zahnräder kriegen, die wir noch brauchen. Mit. Wie Spaß schon. Zack. Das nicht haben, wenn die offline sind, die Dinger. Man weiß ja nie, ne? Vielleicht würde uns gleich einer online raiden. Wir noch online sind, alles ist möglich. Gut, aber bevor wir gehen, will ich noch mal eben hier, ich muss eh noch mal rein die Karten holen, den Mais ernten, den ich auch angepflanzt habe. Oh, das ist an hier. Hammer, wird noch zum Bauer in Rust. Schon 7 Days vor, Mann. Eine kleine Kiste ist irgendwann der Arsch ab, ne?
Ja, Bandagen kann ich mir herstellen von dem Stoff, der drin liegt. Zack. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt hatte mit dem C4. Ich habe halt C4 verteilt. Ja, ich hatte halt hier noch 6 C4 verballert. Ich hatte bei uns hinten am See, haben wir ja noch die kleine Butze da, der unseren Nachbarn weggemacht mit 2 C4. Ich weiß nicht, was der da wollte von uns. Und hier vorne hatte ich nochmal reingeguckt, aber das ist halt der Grund, warum die zerfällt, ist halt, dass er verlassen ist. Oder verlassen war. Weiß man nicht, warum man die ganzen Garagentore und so drin gelassen hat. Pff, keine Ahnung. Ich habe den Baustein auf jeden Fall weggemacht. So, soll ich mal die Türen angucken. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist leer jetzt, ne? Perfekt. Generell, unsere Base gefällt mir ganz, ganz gut. Auch wenn sie wieder mal so... So, Karten. Und die Leiter hier wegmachen. Aus der Not geboren, oder... Ja, was heißt aus der Not geboren, aber... Ja, ist, wie gesagt, ist halt einfach mal was anderes. Muss ich auch nicht immer gleich bohren. So, dann wollen wir unser Wappen hier umhängen. Die Leute gleich wissen, was hier Phase ist. Ärgert mich hier manchmal. Geil. Geil, geil, geil. Wir sind die Geilsten. Gut. Leiter nochmal eben weg. Und dann machen wir nochmal einen fixen Kraftwerk-Run. In der Hoffnung, dass wir 4 Zahnräder kriegen. Ich habe hier in der kleinen Kiste übrigens auch noch 2 C4 oder 4 sogar reingelegt. Ja, einfach. Ich denke mal, die werden nicht alle kleinen Kisten aufmachen. Ich meine, im Endeffekt ist es Schwachsinn, ob ich jetzt hier noch in so ein Rain, ob ich da noch 2 C4 habe oder nicht. Hab's halt verteilt, wie gesagt, wenn ich, wenn es noch zur Online-Welt kommen sollte oder so, dass ich halt agieren kann, dass ich den Notengeschütz wegmachen kann. Ich weiß nicht, warum ich es wieder mitnehme. Macht der Gewohnheit. Ja, warum nicht, ne? Hier ein bisschen Brennstoffen. Das sieht so Scientist-Leer aus. Das sieht mir gelootet aus. Schauen wir mal. Aber ich bin mit meinem Komplex echt zufrieden, ey. So mit den, oh, da ist doch einer. So mit den Steinmauern und so. Ja, wir machen auf jeden Fall Feuer frei hier, ne? Also, wenn hier jemand zum Fighten kommt. Wenn wir hier rumballern. Ja, kein Problem, Alter. Nicht zu verlieren. Aha. Was ist denn los, Alter? Geh doch hoch. Irgendwie ist sie in letzter Zeit immer weg.
Die ist eigentlich immer da. Die raffen viele Leute gar nicht. Daran seht ihr immer, wie ich in Form bin, ne? Gesehen, so aus der Kurve direkt hochgesprungen. Letztes Mal hier 200 Mal Anlauf genommen. Blumen. Ich muss eh gleich nochmal zum Schalter, der wird eh nicht so lange anbleiben. Weil ich gehe jetzt erst hier einmal rum. Mal die Lage checken von da oben, ne? Checken. Ich hab keine Zahnräder. Was ist hier los, Leute? Weißt du? Wenn du Waffenkisten brauchst, dann findest du die viereckige. Jetzt brauchst du mal hier viereckige. Stehen überall Waffenkisten rum. Ja, gut, mein Tech-Twitch kannst du immer gebrauchen, aber. Guck's an. Das heißt, hier war in längerer Zeit niemand. Oh, den muss ich eigentlich nach Hause bringen. Zweiter großer Ofen, ey, den kann ich direkt anschmeißen. War nämlich zu geizig, einen zu kaufen. Und vorhin habe ich ihm ja nicht gelernt. Ja, komm her, brauchst du nicht wegrennen. Pfeife. Ja, ich bringe es eben nach Hause, Leute, weil ich kann den direkt anschmeißen. Lerne ihn auch wieder nicht, nein, weil ihr seht. Wir finden ab und zu mal ein. Und immer wenn wir einen finden, stellen wir ein. Wir können da 3-4 Stück hinstellen, gar kein Problem. Zur Not habe ich noch im ersten Regen können wir natürlich auch einfach welche hinstellen. Also ich könnte da locker 6, 7, 8 dürfen wir locker unterbringen. Wir gehen natürlich gleich hin, wir machen das Puzzle noch und gehen auch noch die Meiler looten. Aber das ist natürlich nice. Das werden wir natürlich direkt ausnutzen. Aber ich möchte auf jeden Fall ein bisschen Metal Fracks liegen haben. Ja, weil wenn sie uns raiden, wählen sie uns. Ich schon oft genug erwähnt. Aber wenn sie uns nicht raiden, halt, möchte ich mich nicht einloggen und die Butze zerfällt. Da möchte ich wenigstens direkt was im Bauschrank packen. So. Ja. Hier noch einen hin. Hat natürlich den Nachteil, dass hier ja, ist doch gut. Natürlich den Geschützen auch ein bisschen so voran. Dass man Deckung vor den Geschützen hat. Also, die Raider. Na? Der Brennstoff leer. Aber nee, leer. Warum hast du kein Mist mehr, Alter? Aber irgendwas ist immer, also. Mann, was soll's. Alles gut. So, wo war hier? Weil ich brauche noch ein bisschen, dann kann ich nämlich noch ein bisschen Muni machen für die Geschütze. Ding hat noch mal ein bisschen so vor. So, mal eben ausmüllen hier. Könnte ich mitnehmen, naja. Da bin ich jetzt wieder. Alter, mach doch die richtige Kiste auf. Plane, ja, ihr seht, ich. Ein bisschen Scrap werden wir noch machen, dann kann ich auf jeden Fall zwei Sachen nähern. Zwei teure, das passt alles gut. Das kann.
So. Nehmen Sie jetzt erstmal alles mit. Geh doch hoch, Alter. Was ist denn los? So. Spiel, Alter. Willst du mich jetzt trollen? Oh Mann, geht mir das auf den Sack, ey. Jedes Mal unter dem Mist wieder auf. Den schmeißt den. Haben wir es jetzt? Kannst du zumachen? Danke. Bitte. Junge, Junge. Ich wollte ein paar Zahnräder machen? Nein. Machen wir jetzt einen Ofen hier ran. Feuer frei. Was sagt unser anderer? So, auf geht's. Ja, guck mal, die Fässer auch schon wieder da. Weil die Kisten auch gleich schon wieder da. Dann haben wir halt keine Waffenkisten, was wir ja auch nicht suchen. Wir suchen ja normale. Oh, oder? Zwei nur. Na gut. Naja, gut. Ja, dann werde ich gleich noch mal ein bisschen Holz machen zum Abschluss. Aber jetzt auch nicht so viel, nur dass ich so ein bisschen was liegen habe. Also ich werde jetzt aber nicht eine Kiste Holz ballern und die dann irgendjemanden in den Arsch schieben. So, dass ich halt noch mal die Öfen anfeuern kann, dass ich dann heute Abend noch mal kurz einlogge, das rausnehme, noch mal ein bisschen was habe und dann ist gut. Also einfach ein, zwei Stackies. So von nehmen wir immer mit. Egal, hier jetzt trotzdem erst rein. Habt ihr mal gesehen, wie schnell der Respawn jetzt war? War hier dicht? Soweit, ey. Hallo, Blauer. Ich sage ja, hier ist aber Ewigkeiten keiner looten. Die Leute müssen halt alle nicht mehr looten. Ich bin der Einzige, der noch looten muss. Das Gefühl. Da sind auch genug Leute online, aber die machen alle irgendwie nur noch was weiß ich was. Bullmütze, ganz stark, ey. Zahnräder hätten wir gerne. Danke. Ich sage immer, wenn das ist Scraps. Ja. Wie das machst, machst du es verkehrt. Oh, selbst hier ist eine Waffenkiste, ey. So, den Schalter hier noch umlegen.
Hey, jetzt aber. Und dann den Mist. Das wäre das erste Mal, dass ich im blauen Bereich gehe hier. Und mich freue, wenn da drei viereckige Kisten sind. Anstatt drei Waffenkisten. Soweit ist schon. Servus. Naja, wie gesagt, Menge Tech Trashy. Alter, sag ja, hier war ewig keiner. Hab's mir gedacht, dass da nur Waffenkisten sind. Oh, endlich das Schwert. Geil. Das lerne ich. Uns immer nur das scheiß Langschwert gefunden. Feder ist nice. Waffenteile müssen wir auch keinen im Arsch schieben. Genau wie Schilder und sowas alles. Alles weg. Ich könnte natürlich nochmal hier so ein paar Holzbarrikaden herstellen. Habe ich die lerne. Können wir noch mal Steinmauer setzen. Die Sicherung weiß ich jetzt gar nicht, wie viel wir haben. Granaten, Junge. Boah, Leppi auf Leppi ist ja hardcore. Ja, was soll ich sagen? Feder ist natürlich geil, ja. Aber we need Gears. Laptop. Oh, Gewehrmaus ist gar nicht schlecht. Alter. Ah, hallo. So, hey, komm doch her. Ach, bin jetzt. Was sagen, aber ich dachte, das wäre schon da, ne?
Komm, gib mir auch nochmal zwei Gears. Naja, ein Garagentor können wir machen. Dafür haben wir sonst natürlich recht guten Shit gekriegt. Wieder ein Tech Trash, also ist ja hardcore. Gut, ich meine, wir können ja sonst noch mal Güterbahnhof gehen, da war ich noch nie. Also jetzt hier bei dem Vibe. Also mit der Straße irgendwo. Sicher jetzt erst, dass wir unser Tor sogar Richtung Straße hier haben, ist ja. Mega! Wie sehen am Smoken hier? Ich schmeiße mein Airdrop hier in meinen Component rein. Ah ja, ist gut. Hast du gehört auf den Befehl? Nein, nicht ganz. Also um Haiku haben wir keine Sorgen, da müssen wir uns keine Sorgen machen, auch nicht um Solarpanel. Ich habe auch eine große Batterie und so ein Scheiß alles. Können uns jetzt ja noch mal ein bisschen hier mit Strom beschäftigen, oder so zum... Brauche ich doch irgendein Tool für, oder nicht? Seven Days heißt Wire Tool, weiß nicht wie es hier heißt. Das ist es doch. Hochwertiges Metall. Weiß nicht, was das da drin liegt, aber gut. In der verkehrten Kiste. Schwert werde ich auf jeden Fall gleich leeren, weil ich da ein paar coole Skins für habe. Weil wir können den Forschungstisch eigentlich auch mal oben hinstellen. Granatos. Locos. So. Hier mal einfach was ganz Einfaches. Verteiler. Den müsste ich wahrscheinlich erst leeren, ne? Weil nur ein Verteiler. Ich muss einen Forschungstisch stellen, das nützt nichts. Auch nur ein 20. Nehmen wir mal Speaker. Hab ich jetzt gar nichts von den Dingern mitgenommen oder was? Ich bin Held, ey. Ein Schwert auf jeden Fall. Da ist der Verteiler. Dürfen hatten wir schon gelernt. Ich weiß auch nicht, unter was das fällt. Ey. Das vielleicht wäre schön, wenn das ein extra Dingens hätte. Da gibt es ja so viel Mist.
Ja, was kostest du? Auch nur ein 20. Gönnen wir uns auch noch. Ich will hier bei den Lichtern nur mal gucken. Nur mal gucken. Auch nur ein 20, das blaue. Machen wir. Irgendwas kostet 75, dann das rote oder was? Auch nur ein 20. Machen wir mal beide fertig. So. Mette-Maske. Da muss ich mal gucken, was das kostet. Face-Mask nehmen wir auf jeden Fall. Funny nur. 150. Und was hatte ich noch? Ja, das sind alles so Sachen. Puh, weißt du? Hier irgendwas von Sinn? Wahrscheinlich auch nicht, ey. Ja, ist doch gut. Ja, wie gesagt, ich lerne jetzt einfach hier, weil ich will das Quet nicht liegen haben, das ist mir auch zu dumm. Lerne ich das einfach mal, ob ich es brauche oder nicht. Scheiß drauf. Das werde ich nie brauchen. Das ist echt so. Ja, hier unten, gerade hier im ersten Stock, da hätte das reinballern können. So, fehlen uns noch 3 Scrap. Die werden wir uns nochmal organisieren gleich. Das kann mit nach hinten. Alter, guck mal, wie viel Sicherung wir haben. Also, da könnten wir nochmal scrappen gehen. Aber jetzt machen wir uns erstmal hier ein bisschen. Warum ist hier eine Spritze drin, ey? So, guck mal, kleine Batterie nochmal auch noch. Hier haben wir nochmal sowas. Den Bewegungsmelder brauche ich. Und jetzt wollte ich mal gucken. Was ist das denn jetzt? Misk, okay. Dann kostet alles hochwertiges Metall, ey. Gut, da haben wir ein bisschen was. Also können wir uns mal hier so ein paar Dichter machen. Habe ich denn überhaupt noch ein rotes? Nee. Dann machen wir da 3 von und 2 rote. Und hier machen wir 2 Verteiler ruhig. 3 Speaker. Türöffner, ja, Türöffner muss ich mich. Alter. Das deckt halt nichts von dem Mist. Muss ich mich erst richtig mit beschäftigen. So, die Wand packen wir mal hier hin, genau wie die Leiter. First Aid Kit noch weg. Dann haben wir auch ein bisschen Platz im Inventar. So. Den Mist weg. Essen. Spritze noch weg, Gewehrgehäuse noch weg und dann geht die Party los. So. Können natürlich hier mit Funk dann arbeiten auch und so ein Scheiß, aber ich wollte jetzt erstmal nur dieses ganz einfache Alarmsystem ausprobieren.
Die Frage, wie ich das verkabelt kriege. Geil wäre natürlich auch das Tier schon irgendwo zu machen. Muss ich zwei Kreisläufer aufbauen? Aber können wir ja. So Bewegungsmelder hier irgendwo. Ja gut, man kann ja Kabel ziehen, ne? Sollte ja eigentlich kein Problem sein, den hier hinzumachen. Ich weiß es nicht, Leute. Wir werden es alles ausprobieren. Ist natürlich auch super, dass ich die Leitern jetzt gerade alle weggelegt habe, aber ich möchte auf jeden Fall das Dach hoch. Sau stark, ey. Mit vielleicht brauchen wir noch mal. Ich könnte natürlich die Solarpanel auch einfach hier unten hinstellen, ne? Kann theoretisch auch funktionieren, aber also wir machen hier einfach Nummer 1 hin. Ich weiß jetzt gar nicht hier, wo es Richtung Süden oder was? Richtung Osten, ne? Ach, scheiß drauf. Knall einfach mal hin. Dann brauchen wir eine Batterie irgendwo. Wäre natürlich schön, wenn die irgendwo gesaved ist. Machen wir da hin. Und dann brauche ich einen Verteiler. Den machen wir mal da hin. Und dann sollten wir noch hier auf jeden Fall. Oh, wie sind die denn klein? Das ist so klein. Ich weiß halt nicht, wie das mit den Speakern funktioniert. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich knall jetzt hier einfach mal was hin. So. Jetzt geht's los. Gehen wir von dem alten Johnny hier. Energy Output. Ich mache jetzt nicht auf schön. Ist mir klar. Power in. Power out. Power in. Nee, das ist schon scheiße. Richtig? Und der muss doch. Also jetzt mal ernsthaft, ne? Und da sollte sich 7 Days echt eine Scheibe von abschneiden hier mit dem Strom. Wie geil das gemacht ist hier. Power in. Power out. Natürlich jetzt wieder ganz zurück. Das war ein bisschen dumm. Ich hätte den generell ist das dumm. Ich hätte den Verteiler da vorne hinsetzen müssen. Jetzt muss ich Kabel ziehen wie ein Weltmeister. Das war ein bisschen dumm. Aber ist halt so, Leute. So, Power in. Dann habe ich 3 Power out. Rein theoretisch müsste das dann echt funktionieren, so wie ich das. Wieso hast du keinen?
Da oben, ey, da komme ich nicht dran jetzt, oder was? Doch, da war er gerade kurz. Hast du gesehen? Komm. Probieren wir jetzt auf eine Leiterwechsel. Hier ist wahrscheinlich das Kabel weg, oder? Ja, na klar. Aber gut. Da hätte ich schon funktionieren, oder nicht? Wie Tyler. Oh Mann. So ist das, wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat, Leute. So. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es zählt. Ob das nur zählt für den, der jetzt kein... der nicht zum... Bauschrank gehört. Aber normal, er ist ja schon am Leuchten hier. Normal sollte das jetzt auf 10 Metern klappen, oder? Weil ich so hochgehangen habe. Ach so, Teile 1. Ah, okay. Den wohl. Also es kommt ja auf jeden Fall was an. Teiler 0. Ach, der gibt 0 raus. Hast du keine. Ach. Hä? Haftsensor 0. Der hat Strom. Und der hat ein Kabel zurück auf den Teiler. Ja, okay, es macht ja auch Sinn. Er soll ja auch nur. Wenn jetzt ein Fremder hier hinkommt. Müsste er Alarm schlagen, dann müsste er Strom weiterleiten und dann müsste das angehen hier und dann müsste die Maschine loslegen. Müsste. Natürlich schön, wenn man das mal ausprobieren könnte. Auch ob hier ein Sound rauskommt. Was ja eigentlich so sein soll. Aber ich sehe gerade, dass ich das alles aufnehmen kann. Das ist natürlich super geil. Also könnte ich zur Not nochmal umändern. Gut. Das Kabel hängt ja geil. Ich muss mir gleich mal eine Versuchsperson hier hierher holen. Um das mal auszuprobieren. Und dasselbe wären dann halt die beiden Sensoren. Ne? Das ist so, ich glaube schon ab hier vorne, so 20 Meter, schlägt das dann Alarm. Und vielleicht kann ich auch einfach von dem mehrere Outputs nehmen, das weiß ich gar nicht. Aber ich könnte dann hier so... den Alarm-Johnny machen. So. Andere Seite auch.
Und hier hätten wir halt sogar eine große Batterie, die wir ein bisschen füttern könnten. Die könnten wir eigentlich auch hier einfach irgendwo hinstellen. Hier haben wir Platz. Die Frage, ob ich hier gleich so weit rumlaufen kann mit dem Kabel in der Hand. Müssen wir halt einfach mal ausprobieren. Ja, so eine Windkraftanlage wäre schöner, keine Frage. Die andere Sache, ich müsste jetzt hier eigentlich so einen Splitter bzw. so ein Ding haben, was das zusammenführt, ne? Ich denke nicht, dass ich zwei... Achso. Dass ich zwei an die Batterie dran machen kann. Ja, ich mach's jetzt hier gerade nicht ordentlich, Leute. Wie gesagt, einfach nur mal. Nur mal ein bisschen rumspielen. Ich bin so beschissen gesetzt, dass ich noch nicht mal. Hier komme ich. Power in. Power out. Ja, hätte wie gesagt nur ein Power in, müsste ich halt oben dann anders stricken. Jetzt geht hier nur ein Solarpanel drauf, ist ein bisschen dumm. Und Power out müsste natürlich jetzt. Wo kann ich eigentlich bis da ziehen? Die Frage ist, ob wir hier, das teste ich jetzt einfach mal an. Ach komm Junge, jetzt spinne ich rum, ey, die sind so klein. Ob ich von dem mehrere Kabel abnehmen kann. Ja, guck mal, hier funktioniert das direkt, oder was? Nee, kann ich nicht. Okay, das hat also mit dem Bauschrank nichts zu tun. Das liegt daran, weil wir jetzt hier stehen. So, wenn ich jetzt hier einfach nur mal so zum Antesten. Geil. Alter, was ist denn hier los, bitte? So. Ich denke, das wird drüben so wenig Power sein, oder was? Ha! Also ihr seht es, mit dem Teiler klappt das nicht. Bei mir hat warum? Oh, in Haftsensor ein Dingens gebe ich rein. Aber da kommen 100 an. Ach, der gibt nur einen aus. Okay. Verstehe. Na gut.
Okay. Ich verstehe. Kann ich den abnehmen? Geil. Den habe ich auch nicht gelernt. Leute, kriegen wir alles noch hin. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob es so ist. Vielleicht kann ich noch irgendwas anderes bauen, was ich da. Reinmachen könnte. Das weiß ich leider nicht. Aber sieht das so aus, dass es an diesem Dinge nur immer eins dran kann. Natürlich ein bisschen dumm, muss ich sagen. Vielleicht verschecke ich das auch gerade. Vielleicht brauche ich da einfach. Ja, müsste ich wahrscheinlich mit dem Relais oder sowas arbeiten, damit das funktioniert. Oh, mega leck. Ja, das könnte ich machen mit so einem Zorgedöns. Der Sensor gibt halt nur ein Dingen aus. So, und wenn der dann das ausgibt, dann muss das Relais umschalten, dass es Strom durchlässt, zum Beispiel. Und von dem Ding gehe ich dann zum Verteiler. Ja. Es macht ja keinen Sinn, jetzt zu sagen, mein Gedanke war jetzt halt, warum ich jetzt gerade zum Scrubber renne. Zu sagen, ja, ich baue 4 Bewegungsmelder und kann dann pro Bewegungsmelder entweder einen Lautsprecher dran machen oder. Oder ein Licht, aber das ist ja Schwachsinn. Die ganze Base da mit 100 Bewegungsmeldern zu bauen. Problem ist natürlich, ich habe jetzt nichts anderes. Ich habe jetzt kein Relais oder sonst so ein Moped. Muss jemand erst organisieren. Deswegen würde ich jetzt einfach 3, 4 Bewegungsmelder herstellen. So, dass halt einmal ein Licht angeht und einmal der Alarm. Ist aber relativ leise, der Alarm, muss ich sagen. Er gibt da quasi nur ein Signal aus, so wie ich das gerade verstehe, anstatt die Wattzahl. Guck mal, passt doch, kann ich das Ding leeren und die Handschuhe an und dann haben wir das auch. Aber da kannst du halt schon richtig mit eskalieren mit dem Stromzeug, ne? Denk mal, das kannst du auch hier schon machen. So, es ist jetzt nur mal so ein bisschen Rumspinnerei, so zum Abschluss. Aber wie gesagt, ich gehe echt davon aus, dass ich, wenn ich wieder komme, eh gewählt bin.
muss ich halt mal so eine extra Folge machen. Da muss ich aber auf meinen Home-Server ein bisschen mit rumhantieren. Damit ich dann später genau weiß, welche Dinger ich halt brauche. Honigschrott, Alter. Zwei für da vorne noch und hier drei, also fünf. Zack. Sulfur kann ich nebenbei umwandeln, da wir noch ein bisschen Muni herstellen will. Achso, ich wollte doch mal gucken. Haben wir nicht noch irgendwas liegen? Aber ich habe diesmal nicht so viel aufgehoben. Hier mal, was ist das? Ein 1-Bit-Speicherkomponent. Der Set-Eingang setzt den Wert auf 1, der Clear-Eingang setzt den Wert auf 0. Der Ausgang liefert die Anschlussleistung, wenn der Wert 1 ist. Das könnte sogar schon gehen, oder? Ach komm, scheiß drauf. Scheiß drauf! Mal ist nur einmal im Jahr. Wie gesagt, der sendet eher oder empfängt sowieso in alle Richtungen das Ding hier irgendwie. Aber ich kann den natürlich auch einfach mal hier so hin. Für den Speaker, dann mache ich einfach nochmal einen daneben. So. Und dann müssen wir jetzt hier rab. Zack. Und gehen von da nach da. Mach doch weg, Alter. So. Perfekt. Und dann kann ich nämlich von hier. Power in. Power out. Boah, ist das leise. Geil. Aber es funktioniert. Das ist gerade die Hauptsache. Ey, warum ist jetzt hier schon wieder keine Leiter mehr? Sie gerade weggenommen habe ich halt. Also, nochmal. Oh, ich muss ja eh erstmal hier dran. Natürlich geil, dass das dann auch nur, obwohl ich habe eine Batterie dazwischen, sollte ja auch bei Nachtfunzen. So. Das ist doch geil. Da brauchst du den blauen schon gar nicht mehr dran machen, hätte ich nur rote herstellen sollen. Ja, aber wie gesagt, das Ganze geht wahrscheinlich auch einfacher mit nur einem Sensor. Nicht nur wahrscheinlich. Wird wohl so sein. Aber ihr seht so ein bisschen das Prinzip halt. Schade, dass der Alarm so leise ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es so richtig abgeht.
Ich weiß auch nicht, ob es lauter wird, wenn man irgendwie 200 Lautsprecher hintereinander schließt. So, wir können ja mal checken. Der ist schon los, selbst wenn ich hier bin, nee, ne? Das ist halt schlecht, ey. Nee. Was, sobald ich um die Ecke gucke? Ja, der schlägt hier schon an, der Sensor oben. Die Vorwarnung. Und ab hier geht dann der... Die anderen beiden auch an. Kann man den lauter machen? Ja, aber geil, das funktioniert auf jeden Fall. Cool. Wie gesagt, ob das jetzt so sinnig ist, wahrscheinlich würde ein Bewegungsmelder reichen. Und man könnte natürlich jetzt auch noch mit dem Schalter scharf schalten und nicht scharf schalten. Wenn ich jetzt hier zu Hause bin, könnte man natürlich sagen, aus! Na, aber ich habe jetzt gar keinen Schalter. Wenn ich so einen normalen Schalter hätte, den könnte ich halt einfach hier zwischen machen, zwischen Batterie und Verteiler. Aber einen Schalter hatte ich nicht, ne? Oder kann man den generell herstellen, sowas? Ja, ich habe halt diesen Türöffner, ja. Funksender, ja, wie gesagt, das könnte man mit Funk auch machen. Ja, aber cool, das funktioniert auf jeden Fall. Hier haben wir ein. Hier muss auf jeden Fall wieder einer hin. Aber jetzt muss ich ja erstmal Strom holen, Output. Ja, wie gesagt, ich verlese jetzt nicht ordentlich. Hier ist alles gut, Leute. Ist nur mal so ein bisschen Spielerei. Zack. Und dann kann ich hier raus. Was ist das denn? Hat er auf mich geschossen oder was? Hört das hier echt komisch an. Wie gesagt, hier in den Power in. Power out. Hallo. Geil, Leute. I like it, ey. Ich muss erst noch einen Sensor setzen. Kann ich auch hier lang gehen, ist so los. Geil. Geil, ey. Ey! Ja, wie gesagt, das geht mit Sicherheit, dass ihr dann auch hier, keine Ahnung, einen Bewegungsmelder habt. Oder dass ihr, oder dass man, dass ich... Oh Mann. Dass ich irgendwie 10 Bewegungsmelder in Reihe schalten kann. Und wenn einer davon etwas empfängt,
wird es halt weitergeleitet und dann geht die Party los. Also nicht, dass ich jetzt hier jedes einzeln machen muss. Natürlich Schwachsinn, was ich hier gerade mache. Aber das war jetzt einfach mal just for fun. Zum Ausprobieren für mich. Wie die ganze Chose überhaupt funktioniert. Und von daher... alles gut. So. Oh, er kann Saft. Warum nicht? Batterie leer? Haha, geil. Oh doch, jetzt hat er wieder. Okay. Ne, ist angeschlossen. Noch jetzt. Was war das denn? Jetzt empfängt er. Okay, er zickt auf jeden Fall ein bisschen rum hier. Die schlagen direkt Alarm. Naja, gut, Leute. Das soll es gewesen sein. Einfach mal ein bisschen rumgespielt. Wie gesagt, mir fehlen da diese Zwischenstücke, ja. Ist mir klar. Aber dann können wir auch mal später so die Base beleuchten oder so ein Scheiß. Wie gesagt, ich werde es hier brennen lassen jetzt. Alter. Ich hasse es, dass es da nicht mehr reinschiebt. 500 mal 5 sind sogar nur 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist doch Schwachsinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 2 Stacks. Reichen schon. So. Ja, ich weiß, brennt jetzt nicht alles weg. Ist alles gut, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15k. Ganz 12k Burn. Wie gesagt, ich werde mich nachher noch mal einmal einloggen, werde das rausnehmen. Das ist schon cool. Ich finde es auch gut, dass es so instant ist. Schon richtig geil. Ja, wie gesagt, war jetzt immer so ein bisschen Rumspielerei, so zum Antesten. Ich werde mich da nochmal ein bisschen mit beschäftigen. Und dann werden wir das auch mal. Können wir da mal was Ernsthaftes machen? Gut. Das soll es gewesen sein, Leute. Ich werde den Scheiß jetzt einsortieren. Und. Ich werde da nochmal ein, zwei Bäume fällen, eh mehr. Das mache ich noch. Und dann bin ich durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da, alles andere wie immer in die Kommentare. Und ja, ich weiß, das war jetzt hier nicht profimäßig mit dem Strom. Ist mir alles bewusst, Leute. Ich wollte nur mal so einen kleinen Einblick geben. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Ciao.